Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Souling Challenge mit Andi. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Yes, ich bin stolz auf mich. Und ich begrüße dich recht herzlich, Andi. Jo, hi. Hi. Ich bin gerade immer noch etwas erleichtert, weil ich den Kampf geschafft habe. Ich habe, meine Pokémon haben 5, 27, 10 und 37 KP. Oh Gott. Und 0. Und 0. Ich bin etwas traurig, dass das Universum gestorben ist, aber ich glaube es... Ja. Ich kann's verkraften. Immerhin habe ich so geschafft, dass das Mövenpick nicht stirbt. Ach, das apropos, ist nicht schlecht. Du darfst Ibitak kein Haar krümmen. Das wäre ultra nett. Mit wem ist Ibitak nochmal verbunden? Julian. Nidorino. Ach, stimmt. Oh, und ja. Den brauche ich für die nächste Arena. Den könntest du sogar gut jetzt schon mal weiterentwickeln. Oder gleich, nachdem wir beerdigt haben, würde ich sagen. Jo, okay. Ich stehe schon vor der Box. Nummer so? Ja, ich auch. Okay. Ich öffne sie gerade. Ja, genau. Geht mir genauso. Box 14. Kann man die hier finden? Ah, ja, kannst kann du. Man. Okay. Benennen. Ja, Friedhof, ne? Himmel. Ich nenn's Himmel. Ich nenne sie etwas anders. Wie nennst du die denn? Aquusi oder wie das da hieß? Ne, Aquusina? Wobei, nee, das passt gar nicht. Ich möchte nicht sagen, das siehst du, dann nenne ich den Part schicke, aber na gut, okay, so spektakulär ist der Name auch nicht. Jenseits. Boah, guck mal, wie deep du in die Sache reingehst, ey. Nicht schlecht. Ja, jenseits. Okay, gut. Abschiedsrede. Universum. Pff, Abschiedsrede. Du hast dich echt gut gegen das Dami geschlagen. Das hat leider doch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gedacht habe, aber... Du wärst echt gutes Pokémon geworden. Glaube ich. Vor allem im nächsten Rivalenkampf, aber... Wie geil. Glaube ich. Nee, wirklich so. Glaube ich. Es wär echt gut gewesen, vor allem für den Anfang jetzt. Aber es hat halt nicht sollen sein. Also, goodbye. Ja, du, Abschiedsreden sind ja immer so genau mein Ding, genau das, was ich am besten kann. Nicht. trotz alledem, Bibor, Toxic, du hast eigentlich, man muss es ja sagen, du hast ja Starmie im Alleingang besiegt. Schon mal GZ dabei. Danke auch dafür, für diese wunderbare Arbeit. Aber, naja, zukünftig gesehen hättest du nicht wirklich Chancen gehabt. Du hast wirklich kein schönes Movepool. Deine Werte sind jetzt auch nicht wirklich die tollsten. Aber, naja, gut, was willst du machen? Dafür hast du mir in dieser Arena geholfen. Leider bist du gestorben, weil dein Seelenpartner sterben musste. Ah, ich sehe gerade, ich hätte doch noch einen Supertrank gehabt. Na gut. Ja, naja, Bibor. Aber es wäre sowieso nichts geworden. Judy! Ich kaufe mir auch noch mal 10 Pokebälle. Oh, das kannst du mal gerne. Stimmt, viele Pokebälle habe ich denn überhaupt? Weil wir so, können uns. Jetzt habe ich. Sobald. Hab ich 450 Geld. Wir können, sobald wir zumindest es heute noch ein bisschen mehr schaffen als nur die Nuggetbrücke, können wir uns schon direkt neue Pokémon fangen. 2 an der Zahl. Ach, davon gehe ich aus. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir direkt zur Nuggetbrücke gehen. Ja, beziehungsweise. Pass auf. Ah, stopp, halt. Tauboga fängt er an. Eine Sache habe ich vergessen. Wo ist denn? Mondstein. Okay. Ah, stimmt. Okay, dann warte ich noch ein bisschen. Also, wie ich es einfach auf 2 Pokémon einsetzen kann. Julian! Stimmt. Aber du hast auch 2 Mondsteine, oder nicht? Ja, ich habe 2 Mondsteine. Genau, okay. Ding, Julian. Ding, 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 ding. Ja, ich stehe schon mal vor der Nuggetbrücke. Du hast das gerade ziemlich gut im Takt mitgesungen. Was? Bei mir halt auch, deswegen habe ich das ja auch mitgesungen. So. Okay, jetzt möchte ich mir erstmal die Zeit nehmen und mir Julian mal anschauen. Was? Ja, du, nimm dir ruhig die Zeit. Also, ich warte weiterhin von der Nagelbrücke. 42 Angriff, 39 Verteidigung, 39 Spezialangriff. Wow. 46 okay. Spezialverteidigung, 41 Init. Das sind nette Werte, wobei darfst du nicht vergessen, das ist halt die Zweitentwicklung. Ich fange mit Julian auch direkt mal an. Gegen Tauboga. Jo. Top. Damit bin ich absolut einverstanden. Stehst du schon vor der Nuggetbrücke oder bist du jetzt reingelaufen? Ich stehe vor der Nuggetbrücke. Ich renne jetzt gleich nach oben. Okay, mache ich jetzt auch. Und zack, da kommt er. Der Daniel, so wie ich ihn ja genannt habe. Hi, Epona. Sag, also hallo. Hallo. Zeig mir, was du gefangen hast, Epona. Das wird auch ein Meme. Was wird ein Meme? Isaac. Achso, ja. Vor allem, warum ich den so genannt habe.
So, mein liebes Tauboga. Ah, sehr schön. Ich bin schneller. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber es ist leider kein Two-Hit. Bei mir ist es auch leider nur ein Three-Hit-KO. Ach, oh, natürlich, jetzt crittet er mich. Tu mir das nicht an. Okay, Tauboga ist weg. Also, wie eigentlich beim Arena-Leiter Kampf, für mich sollte dieser Kampf eigentlich nicht allzu schwer werden. Für mich sollte dieser Kampf nicht allzu schwer werden, denn der Rivale sollte bei mir halt einen Abra haben und noch einen Abra gleich danach. Wobei, es könnte sein, dass er schon Kadabra hat als 1 Pokémon. Naja, trotzdem. So, Tyrakrok, was mache ich gegen dich, Kumpel? Du machst mir Angst. Oh! One-Hit von Verschnitt mit Schnabel-Crit. Das hat sich gereimt. Na toll, ich muss dieses blöde Tyrakrok erledigen. Ist nicht so toll. Was setzt überhaupt ein? Überblick. Na, Dämon kann ich auch tun. Ich kann Charm einsetzen. Ach, einmal kann ich noch. Kratzer. Macht 19 Schaden. Ach, das ist wenig genug. Das hätte auch anders ausgehen können. Oh Gott. Aquaknarre, Sturzbachbereich und. Boah, Crit wäre ich jetzt verreckt. Ja. Bei mir genauso. Das hätte bei mir jetzt gerade auch ganz anders ausgehen können. Denn Schnabel. Er verwirrt mich mit Konfusion! Du Drecksack! Konfusion? Du Drecksack! Der Herr Konfusion? Ja, der hat einen Kadabra. Au, das ist schlecht. Du Drecksack! Okay. Abra, Mövenpick, Flügelschlag, One-Hit. Was hat er als letztes? Wehe! Mal? Wehe, wehe. Ich bin gleich fertig. Ja, das Kadabra hat mich halt ein bisschen hier aufgeschreckt, ey. Kann ich mir vorstellen. Mann. Plattdeutsch. Okay, gut. Oder aber man macht mit dem Mogli einen Volltreffer und one-hittet das Radfahren. Das geht natürlich auch. Bei mir ist genau das, also nicht mit derselben Attacke, aber bei mir ist genau dasselbe passiert. Radfatz kam rein, hat einen Crit Schnabel kassiert, weg. Okay, gut. Triff dreimal bitte. Ich renne jetzt übrigens direkt wieder ins Pokémon Center. Ja, da gehe ich auch gleich hin. Huch, wow, jetzt kommt er zurück. Ach ja, stimmt. Nein, wirklich, müsste ich immer so... Ruhmes-Datei. Was ist eine Ruhmes-Datei? Da ist zum Beispiel so Professor Eich drin, ihre Kommentare dazu. Ein Blubberball dazu. Wie du? Bitte was? Ja, ich weiß. Also ich meine, hier Projekte sind mir wirklich redselig, aber... Wobei, es geht noch. So, Nugget-Brücke. Ich möchte heute unbedingt 2 neue Pokémon fangen. 2 neue Pokémon möchte ich auch gerne mein Team... mein Team, ja, muss ja nicht unbedingt, aber... Ich hätte auch ziemlich gerne 2 neue Pokémon. Für ein redseliges Plappermaul wie du. Das ist wie für dich geschaffen. So, soll ich warten, bis du vom Pokémon Center wieder zurück bist, oder? Das kannst du gerne tun, tatsächlich. Okay, gut. Ich überlege gerade schon mal, was ich nach vorne setze. Yokozuna setze ich nach vorne. Der muss sich entwickeln. Es wäre echt nett, wenn Yokozuna sich bald entwickelt auf Level 24. Eine weitere Information für dich wäre jetzt vielleicht, die nächste Level Cap ist Level 24. Na toll. Mhm. Danke. Ey, ich muss es dir ja irgendwann mal sagen, ja? Ja, nee, das war ja auch nicht darauf. Also, ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeschaut. Also für die Zuschauer nicht wundern, wieso ich gerade bei Gary noch oder bei Daniel gerade noch im Textfeld stehen geblieben bin. Ich habe das sogar nochmal kurz googeln müssen. Ich bin jetzt bei der Nugget-Brücke beim ersten Trainer. Oh, das ist gut, das ist genau das Entwicklungslevel. Das Entwicklungslevel von Winkel ist, glaube ich, 25 oder so leider. Aber das ist ja egal, weil ich glaube kaum, dass ich wirklich groß in einer Elektro-Arena einsetzen möchte. Bist du bereit für die Nugget-Brücke? Ich bin jetzt schon beim ersten Trainer, genau. Ach so, also ich kämpfe noch nicht, aber ich habe gerade mit dem angefangen zu reden. Ups, gut, okay, dann bin ich das jetzt auch. Oh, okay, Raupi Level 10! Ach, du liebe Zeit. Oh, wie süß! Gut, dass 4 Pokémon überhaupt nicht viel sind oder so. Alter! Ich habe ein Déjà-vu. Mogelhieb, Volltreffer, Raupi down. Geil. Bondio. Ah, da wechsle ich aber mal.
Ja, du, Murmel macht auch einen ganz guten Job eigentlich. Warte mal, wann entwickelt sich Nebulak nochmal? 25 oder so. Nein! Doch. Scheiße! Aber das Ding ist, du wirst mit schon wieder ein Volltreffer, Alter. Ich verteile heute die Crits aber auch raus. Holy shit. Also, du wirst bei der nächsten Arena vermutlich kaum Probleme haben. Es sei denn, da kommt irgendwie Elektroball mit Finale oder so. Nicht, dass ich dabei schreien möchte, aber... Du hast ja immer noch unseren Starter, Orabel. Du, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht Eggman einsetzen mit Metronom, weil halt Elektroattacken und so sehr effektiv. Ne? Starter ist Utropi. Ja, aber du meinst gerade wegen Metronom oder nicht mit Explosion, oder was du da gesagt hast? Nein! Voltoball. Ach so, Finale. Ach, Entschuldigung. Ja, an sowas muss man denken. Ja, ich dachte, du meinst halt Eggman. Ach so. Und deswegen dachte ich auch, weil du gesagt hast, herbeibeschwören, weißt du, dachte ich mir ja, so, Metronom. Taubsi, oh, das gefällt mir aber gar nicht. Ah, es ist von Level 12. Oh, der Mogli ist so schön. Der Mogli? Metronom ist geil, Alter. Boah. Eggman versucht Antikraft zu erlernen, jetzt geht's los. Ui! Ja, endlich geil! Endlich mal auch mal eine richtige Angriffsattacke! Hey, es passt doch gegen die Käfersabwehr! Ja! Dürrabla! Also ich bin gerade beim zweiten Trainer. Ich bin immer noch beim ersten. Stimmt. Aber mach du ruhig den zweiten auch schon mal durch. Du musst nicht auf mich warten unbedingt. Ich mach die fünf Trainer und vom Boss... Warte ich da. Knofensa. Ich darf Julian nicht zu viel einsetzen. Julian brauche ich zwingend für die nächste Arena. Du, ja. Na gut, okay. Bis dahin habe ich Hariyama. Könnte auch noch was werden. Ich muss mal ganz kurz hier etwas, weil mein PC gerade. Okay. Keine Sorge, du kannst ruhig weiterspielen, das ist gar kein Problem. So, okay. Ich bin jetzt auch wieder fertig damit. Was war das denn, Alter? Weil ich hab halt, um jetzt mal kurz zu erklären, was passiert ist. Ich hab auf meiner PS4 habe ich mein AVA-Media-System, also mein Aufnahmegerät für die PS4 so gesehen. Und die hat gerade irgendwie so einen Ausschlag gegeben. Da anscheinend meine PlayStation 4 gerade irgendein Signal abgibt und der hat gerade versucht, sich damit zu verbinden. Das will ich aber unterbinden, bevor halt die Fraps-Aufnahme abstürzt. Deswegen muss ich da eben ganz kurz etwas einstellen bei meinem Live-Split. Ah, okay. Ja, deswegen bin ich auch gerade im Kampf hier so stehen geblieben und habe deswegen auch nichts gesagt. Solche Situation kennen wir ja überhaupt noch nicht oder so. Nein. Nee. Hab noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, was du meinst eigentlich. Du redest mir auch manchmal in Rätseln, ey. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Ich verstehe mich ja selber oft nicht. Wobei ich das durchaus ernst meine. Okay. So, machen wir mal weiter. Ja. Ich bin schon bei Trainer Nummer 3. Und dass das Retter einen Wickel einsetzt, gefällt mir nicht. Ich finde, dass die hier... Oh, Giftstachel, bitte. Ich finde es immer noch so verwunderlich. Also es wundert mich wirklich, dass das Sandwirbel auch Flug-Pokémon trifft. Weil ich ging halt echt wirklich davon aus, dass es keine Flug-Pokémon getroffen hat. Also ging ich davon aus. Tja. Naja, wie gesagt, Status-Bodenattacken treffen halt auch Flug-Pokémon. Das wusste ich halt vorher nicht. Ich dachte, das trifft dann auch dann nicht. Wieso trifft das eigentlich? Eigentlich dürfte das auch gar nicht treffen. Ganz ehrlich. Hyrapla überlebt mit einem KP. Ja, willkommen zu diesem wunderschönen Pokémon-Part. Ah, da bist du ja schon mal beim zweiten Trainer. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ja. Weil Eggman mit Metronom halt wieder nichts... Walzer. Und es geht daneben! Es geht einfach daneben! Du hast die Chance, mal endlich eine Attacke einzusetzen, Eggman, und du verkackst es.
Hat Eggman nicht inzwischen Antikraft? Ja, aber die AP. Sind schon wieder Rollentausch, leer. Rollentausch! Junge! Sind gerade bei 5 AP. Ich guck mir schon mal die Route da links so ein bisschen an. Du bist schon durch die Trainer? Nein, nein, nein. Ich bin gerade bei Nummer 4, aber ich sehe schon ein bisschen links das Gras. Den einen Trainer. Eggman will Blizzard einsetzen, das geht natürlich daneben. Wie viele Sandwürfe hat er drin? Nur, wobei, ich hab ihn gerade rausgeswitcht und wieder reingeswitcht beim Pokémon. Also gar keine. Boah, Knochenkeule, dankeschön. Volltreffer, Alter. Das wird dir langsam zu, wenn ich so weitermache. Wir müssen eine Fairlock, glaube ich, daraus machen. Bitte nicht. Ja, nee. So viele Volltreffer, wie ich hier schon verteilt habe. Aber vor beim Training lief es ja voll schlecht. Gut, dass es beim Kampf gegen Misty nicht so schlecht gelaufen ist wie beim Training. Was ist Nachspiel? Achso. Bringt ja auch voll viel. Yokozuna, was war das? Level 21. Was war Nachspiel nochmal? Level 21. Was? Nachspiel? Ja. Was das war? Ja. Wenn du besiegt wirst, dann verliert die Attacke, mit der du besiegt wurdest, alle AP. Toll! Wunderschön. Ja. Toll, nicht? Eine wundervolle Attacke, die ich auf jeden Fall brauche, ey. Gefällt das nicht, dass die inzwischen schon Level 16 haben? Ganz ehrlich. Du, wir kommen gleich auf eine Route, wo noch viel mehr Trainer sind, vergesst das nicht. Und wir bekommen noch 2 TMs. Oh. Einmal über der Nugget-Brücke und einmal rechts von der Nugget-Brücke. Brücke, Alter. Brücke. Brücke. Nugget-Brücke. Okay, bei mir sind jetzt alle Teammitglieder Level 21. Bei mir fehlt noch ein Pokémon, dann soll Level 21 tatsächlich. Gefällt mir aber nicht. Ich habe Angst, schon wieder zu überleveln. Ja, Level 24 ist die nächste Level-Cap. Weißnebel. Habe ich irgendwas, was ich dafür rauswerfen kann? Weißnebel, Wingal, was willst du denn damit? Ich weiß halt nicht, der Superschall ist halt irgendwie blöd, aber Weißnebel, wann setzt man das mal ein? Ja eben, also da setze ich öfter Superschall ein als Weißnebel, ehrlich gesagt. Weißnebel nicht da leer. Ah ja, man kann ja mal überlegen. Irgendwie kann man alles verwenden. Ich habe in Pokémon Schwarz hatte ich ein Skelabra mit Memento Mori. Oh Gott! Das war echt gut! Das Memento hat dafür gesorgt, dass ich das Maxax voll leicht besiegen konnte. Welches Maxax? Maxax 8. Arena. Ah, okay. I see. Ja gut, aber beim normalen Playthrough kannst du es auch... Boah, Entschuldigung, das war jetzt... Alter! Ja, ich versuch so loszureden, sprüllst mir an. Schlag Volltreffer von 67 auf 15 KP runter. Oh Gott. Oh Gott. Da kann man schon mal etwas erschrecken. Ja, du, das ist nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. Dann gehe ich mal wieder zurück. Das mach mal. Ah, apropos Volltreffer, standhaft, Aquaknarre, Volltreffer, Mankey, One-Hit. Ah, oh, du bist ja bei guten Trainer. Ja, du. Okay, also ich... Ich bin jetzt eben noch mal im Pokémon Center teile und dann können wir gegen den Boss antreten. Oh, ich habe jetzt schon gegen den Boss angetreten. Okay. Ich komme sofort nach. Top. Du kannst schon anfangen zu kämpfen. Ja, bin ich dabei jetzt. Also jeden Augenblick jetzt. Team Rocket Rüpel. Ich überlege gerade, womit ich anfangen soll. Der fängt mit dem Rettern an. Nee. Level 15. Ist schön. Level 15. Und es hat Bedroher natürlich. Ja, deswegen habe ich jetzt was mit speziellen Attacken vorgesetzt. Und genau zu sein, das einzige mit speziellen Attacken. Ich habe eine einzige spezielle Attacke im Team. Und ich glaube, hier muss es auch nicht viel besser aussehen. Ja, ich habe halt Morabel, ne? Ja, du hast auch eine spezielle Attacke im Team. Naja. Man hatte denn 8-2, das geht ja. Naja. Ich. Also. Wenn wir Togetic dann noch mitzählen. Naja. So, ich hab jetzt den Rüpel besiegt. Juhu. Ich hab den Rüpel besiegt. Oh, komm schon. Kann das nicht gut sein?
Also solange nicht Giftstachel, Giftung kommt. Hast du eigentlich auch schon mal überlegt, was oder wie cool das wohl wäre, hätte man hier bei dieser Frage einfach hätte ja anklicken können, ob du bei Team Rocket arbeiten möchtest? Ja, wäre halt lustig zu überlegen, was dann passieren würde. Was? Also es gibt ja ein Pokémon-Hack, ein Pokémon-Rot-Hack, glaube ich, wo du Team Rocket-Rüpel spielen kannst. Das ist sogar ziemlich cool, habe ich gespielt. Aber es wäre ja irgendwie schon cool, hätten sie das hier eingebaut, weißt du? Das wäre so ein perfekter Moment eigentlich gewesen. Ich habe damals so als kleines Kind immer mir so gedacht, wie wäre es eigentlich selber mal Rüpel zu sein? Naja, mir liegt das nicht. Also hätten sie einbauen können. Von der Natur her. Ja, du, ob es von der Natur kommt oder nicht, Spielspaß, darauf kommt es an. Naja, ich habe halt mehr Spaß, wenn ich einer von den Guten bin. In Fallout habe ich es dann immer so, dann mache ich immer einen Spielstand, wo ich Karma ganz böse habe und Karma ganz gut habe. So, okay. Ich bin jetzt bei der ersten TM. Boss besiegt. Ah, du bist ja schon weit gelaufen, hey. Was heißt weit gelaufen? Das ist ja nicht weit. Vom Boss einfach nur geradeaus laufen. Vom Boss geradeaus laufen, okay. Ah, vielen Dank. Da ist... Oh, Zuschuss. Ja, das ist cool. Okay, Zuschuss ist nicht cool, aber Donnerschlag finde ich cool. Oh, ich hätte das so gerne. Schade, dass du dein Kickli nicht mehr hast. Okay, du sagst rechts von der Nuggetbrücke. Ja, da nicht. Da, nee, das ist weiter weg. Bei den Trainern dann noch. Okay, da sollte ich jetzt erstmal ein Pokémon fangen. Wollen wir erstmal auf Route 24 was fangen, würde ich vorschlagen. Habe ich ja gerade gesagt, ja. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich wieder mein Schicksal gehört. Gar kein Ding. Kämpfen wir gegen den Trainer oder gehen wir zum wilden Pokémon? Nein, wir fangen was. Top. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Und ich lauf rein. Okay, Gras. Route 24. Bring mich um! Nein. Warum? Es ist ein Rabauz. Okay, du hast Spezies Klaus und ich hab Felino. Daniel freut sich jetzt. So, okay. Wie mach ich das? Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, ich sollte versuchen, das Felino männlich zu fangen. Nein, es ist männlich! Nein! Trassler? Hey, ich hab nur geraten, Alter! Nein, es ist männlich! Ach komm! Killia! Spielen. Ich kann's nicht weiterentwickeln! Es hat Pferde! Oh cool, ey, das ist ein nettes Pärchen. Das werden wir später bestimmt irgendwann mal noch ins Team nehmen. Spätestens wenn Lymphic und Togetic, Eggman verreckt sind. Ich kann's nicht entwickeln. Wie, du kannst es nicht entwickeln? Hä? Wieso kannst du es nicht entwickeln? Natürlich kannst du es entwickeln. Hä, nein! Warum nicht? Weil weigerst du dich so sehr? Ich kann mich doch so gut daran erinnern, dass es doch nur weiblich gehen konnte für Gardevoir. Nein, da täuschst du dich. Wirklich? Gardevoir gibt's weiblich und männlich. Yes! Ey, das werden wir irgendwann ins Team nehmen. Da kostet ja, es was okay, wollen. Noch nicht jetzt würde ich vorschlagen, nee. weil Killia ist nicht gut. Das können wir vor Koga machen. Und im Moment ist es noch nicht nötig. Warte mal, kann Killia schon Transport? Teleport? Killia kann... Oh ja, stimmt. Nein! Oh. Das Problem ist, ich habe jetzt schon drei Bälle geworfen, ist immer wieder ausgebrochen, weil ich kann es halt nicht schwächen. Oh. Viel Glück. Name für... Warum hast du schon wieder ein männliches Pokémon? Du hast nur männliche Pokémon. Stimmt. Das Ding kann nicht schon Teleport. Yes, ich hab's gefangen. Oh, yes, oh mein Gott, ey. Du darfst dir einen Namen für ein männliches Felino ausdenken. Männliches Felino. Und du für ein männliches Trasler. Hipster. Wie soll ich's nennen? Hipster. Hipster? Ja. Ist mir okay. Gerade so eingefallen. Okay. Männliches Felino, sagst du. Okay, dann lass mich mal ganz kurz etwas machen. Felino hat doch den Vorteil, das kann ich ins Team nehmen, falls Ibitak oder Nido King doch verrecken sollten. Ja, warte, ich hab eine Idee, was ich jetzt mache. Warte.
Buchstaben randomizen und mir dann die Buchstaben sagen? Ich versuche gerade Daniel anzurufen. Ich glaube, der hat kein Netz oder so. Weil irgendwie... Es kommt irgendwie nicht durch. Nee, ich glaube, der hat kein Netz. Schade. Sei es drum. Dann muss ich irgendwie auf andere Wege auf einen Namen kommen. Nenn es Sumpf. Juhu. Ja, hätte Daniel jetzt doch irgendwie Netz gehabt oder irgendwie sowas, dann hätte ich ihn einfach fragen können, weil er das Pokémon ja absolut liebt. Aber ist naja. Ja fies. So, okay, schauen wir uns die Viecher mal an. Ruhiges Wesen. Ruhig. Okay, das dürfte negatives Init-Wesen sein. Das gefällt mir nicht. Und das Wesen, was. Aber plus Spezialangriff. Lasches Sumpf. Lasches Sumpf. Das ist plus Verteidigung minus Spezialverteidigung. Das gefällt mir nicht. Aber hat zwei U-Absorber. Wobei, oh, das ist nicht schlecht. Feuchtigkeit wäre besser gewesen. Ja, gut. Nee, Hips! Ah, geil. Trassler konnte keinen Teleport. Okay, gut. Glück gehabt. Wie viele Pokebälle hast du? Vier. Ich kaufe mir jetzt auch welche. Du solltest Pokebälle kaufen. Mach ich jetzt auch. Du kannst ja oben bei der Route warten. Nuggets geben sowas wie 5000 Pokedollar. Das scheint mir gerade ganz sinnvoll. Willst du jetzt auch Sachen verkaufen, kaufen gehen oder was? Naja, wenn du es machst. Ja, okay. Also ich hätte ja dann nichts zu tun. Ja, du hättest auch oben irgendwie warten können oder sowas, weiß ich. Naja. Jetzt habe ich die Zeit gerade mal. Das stimmt natürlich. So, ich kaufe mir Pokebälle, nämlich, ja, sagen wir mal, 6 an der Zahl. Das reicht erstmal. Glaubst du wirklich? Ja, ich habe dann 10 Stück, das reicht. Solange jetzt kein Tarnhill kommt, so wie bei dir beim Training. Also, ich kaufe mir nochmal 10 Pokebälle und habe dann 33. Okay, dann kaufe ich mir nochmal 10 Stück, dann habe ich 20. Und dann kaufe ich mir noch 4 Supertränke. Davon habe ich tatsächlich noch genug. Ich habe insgesamt 13. So, jetzt habe ich... Ich habe jetzt 7. Okay. So, jetzt habe ich auch wieder halbwegs Geld. Jetzt lege ich erstmal Felino ab und dann können wir das andere Pokémon fangen und... Ich habe Felino nicht abgelegt, du hast recht. Ah, wobei, nee, brauche ich auch gar nicht. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Wir fangen jetzt das Pokémon, dann sind wir schon 30 Minuten Aufnahme und dann wird es auch schon wieder sein. Das passt da. Wir müssen bloß nicht den Trainer da reinrennen, der genau, da steht. Genau, das wollte ich dir gerade sogar tatsächlich sagen. Ich bin durchgekommen, ich bin jetzt beim Gras. Moment, ich bin sofort da. Ich muss nochmal die Nuggetbrücke hochlaufen. Ja, du, gar kein Ding. Rechts. Na, rechts müssen wir. Kann der nach unten schauen? Eigentlich nicht, aber ich bin da langsam dran vorbeigelaufen. So, okay. Gut. Bis ins Gras. Schuppabom. Und rein. Top. Und ich kriege. Ja, gut, okay. Das darf ich dann wohl offensichtlich nicht fangen. Ich habe hier ein Trassler mit Fährte. Ich glaube, das darf ich nicht fahren. Weißt du, was ich habe? Ich trottel, ich habe keine Zweilen. Nein. Das wirst du mir sicher gleich sagen. Also, erstmal kann ich dir schon mal sagen, es ist männlich. Ja, was? Also, vermutlich, es könnte die Liebe sein. Oh Gott, nein. Also, so, es ist nicht so schlimm. Es ist ein Pichu. Ah, ein Elektro-Pokémon. Endlich mal ein Elektro-Pokémon, meine Güte. Ja. Okay. Es ist ein Pichu. Ich habe so die Vermutung, dass wir dieses Team vorerst erstmal nicht nehmen werden. Was hast du gesagt? Du bist gerade irgendwie leiser geworden. Ich habe die Vermutung, dass wir dieses Team vorerst erstmal nicht nehmen werden. Welches Pokémon hast du denn? Ich habe hier einen Blutzug. Ein Blutzug? Ach du Scheiße. Naja, Omot ist vielleicht nicht schlecht, aber... Ich mag Omot. Ja. Also... Ich finde das ziemlich cool, aber... Man kann später mal drüber nachdenken. Ja, eben. Das muss man nicht unbedingt ins Team nehmen. Ich hätte aber nichts gegen das Pichu, ne? Also, wollte ich mal eben ganz kurz in den Raum werfen. Was aber nicht in dem Ball bleibt. Blutzug männlich oder weiblich? Oh, weiblich. Das macht der sofort wieder auf, ich fass dich. Ach Gott. So, Giftstachel. Mal schauen, wie viel du davon überlebst. Ah, 4 Stück. Okay. Pichu wurde gefangen. Apropos, männliches Pichu, kannst du mir gleich auch nochmal direkt einen Namen geben? Ah, okay. Überlegen.
Hype. Hype, okay. Ja. Gut. Du hast mich ja schon vor dem Projekt davor gewarnt, was Spitznamen angeht. Ach komm. So schlecht wird sich denn nicht. Nein, ist ja auch nicht. Das wäre viel schlimmer, würdest du die Pokerkehrung Olaf, Günther und so nennen. Dann hätte ich ein Problem damit. Egal, ein Giftstachel wird's ja wohl noch überleben. Ich habe einen Namen für deinen Blutzug. Oh, super, jetzt kommt der Aussetzer und jetzt trifft er. Das war genau im richtigen Moment. Ich wechsle dann mal raus. Du kriegst das hin? Ah, es sollte passen. Okay. Ich müsste jetzt bloß noch irgendwie einschläfern. Ja, das kriegst du bestimmt hin. Zumindest wenn der Gesang nicht daneben geht. Aber wir haben ja Zeit. Ja, okay, ich krieg's doch nicht hin. Dann muss ich so fangen. Aber ich habe ja 33 Bälle. Ach ja, du, mit 33 Bällen sollte das eigentlich nicht wirklich schwer werden. Aber irgendwie finde ich das seltsam. Ich habe überhaupt keine Premierbälle bekommen. Für bekommst du dich auch gar nicht. Bekommst du erst vierte Gen. Echt? Im Supermarkt wurde mir das aber so gesagt, glaube ich. Nee, niemals. Okay, gut. Name bitte. Name Shinji. Wie schreibt sich das? Ja, das kann ich dir gerne buchstabieren. Bist du gerade beim Schreiben? Ja. S-H. Moment. S-H, ja? I-N. I-N. J-I. Jutz finden es schon nicht leicht. Da. Moment. Nochmal. J-I. J-I. Ich habe jetzt aus Versehen A statt I geschrieben. So, jetzt stimmt's. Shinja! Shinja! Bin ich etwas zu sehr von Shedinja ausgegangen? Ah, I see so, what you did. Okay, schauen wir uns die auch nochmal an, der Vollständigkeit halber. Zaghaftes Pichu. Still. Ja. Was war still? War das? Es war minus Angriff, glaube ich. Minus Angriff, genau. Und plus Spezialverteidigung? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist aber nicht schlecht. Sieht zumindest so aus, weil das hat 20 Spezialverteidigung. Facettenauge. Ich weiß bloß nicht, ob das dann auch wirklich später zu Aufwertung wird. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe Statik natürlich. Na, wer hätte das gedacht? Ja. Ja gut, Donnerschock, Charme, Rutenschlag und Donnerwelle. So gesehen könnte man vielleicht wirklich überlegen, ob man das mal ins Team nimmt. Auf jeden Fall. Also ich habe nichts gegen Pikachu, ehrlich gesagt, in meinem Team. Finde ich cool. Ich weiß bloß nicht, wann sich Blutzug entwickelt. Boah, hab ich auch keine Ahnung. Irgendwann im 20er Bereich. Und ich weiß nicht, ob ich Blutzug entwickeln will so früh, weil ich in der vierten Generation nannte es von selbst Psychokinese als Blutzug und als Omot nicht. Ja. Da liegst du richtig. Ich leg eben ganz schnell auch die beiden Pokémon ab. Jo, schon. Und dann können wir auch schon den Part beenden. Richtig, tatsächlich. Wo bist du gerade? Beim PC. Auf dem PC. Auf dem PC, ja. Okay, Hipster weg und... In der sechsten Generation habe ich auch irgendwie einen kleinen Fail gehabt. Da dachte ich im Pokémon Center erst, was ist das? Warum haben die hier einen Mülleimer im Pokémon Center stehen? Oh, das ist der PC. Ja, auch im Pokécenter braucht man halt auch Mülleimer, ja. Reste. Hallo? Es sah halt aus wie ein Mülleimer. So, okay. Ja gut. Dann. Das war eine produktive Folge tatsächlich. Ja, wir haben es mal sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss, Kostin, und bye bye. Jo, ciao.